Vor etwa einem Monat ist dieser Budgetentwurf, den wir heute diskutieren, dem Parlament vorgelegt worden. Seitdem ist viel passiert. Bereits zu Beginn dieser Debatten habe ich gesagt, dass wir nicht am Ende, sondern mitten in einer globalen Wirtschafts- und Gesundheitskrise sind. Und diese Aussage gilt natürlich nach wie vor. Das zeigen die dramatischen Infektionszahlen nicht nur in Österreich, sondern in ganz Europa und in vielen Teilen der Welt. Ab heute gilt in Österreich ein verschärfter Lockdown und die Auswirkungen auf das gesellschaftliche und wirtschaftliche Leben sind beträchtlich. Diese Einschränkungen sind für alle mühsam, aber notwendig. Das oberste Ziel in der aktuellen Situation ist es, einen Kollaps des Gesundheitssystems zu verhindern und die Infektionszahlen so schnell wie möglich nach unten zu bekommen. Dazu können wir alle einen Beitrag leisten, indem wir uns möglichst einschränken, um danach schneller wieder öffnen zu können. Egal wann es einen solchen Lockdown gibt, für die Wirtschaft gibt es keinen guten Zeitpunkt für eine solche Maßnahme. Und gerade vor dem anlaufenden Weihnachtsgeschäft ist dieser Schritt natürlich besonders schmerzhaft. Und genau deswegen werden wir alle geschlossenen Betriebe in dieser schwierigen Zeit, so gut es geht und so unbürokratisch es möglich ist, unterstützen. Dazu haben wir das Instrument des Umsatzersatzes binnen kürzester Zeit aufgesetzt. Bereits 2 Wochen nach der ersten Ankündigung wurden 30.000 Anträge mit einem Gesamtvolumen von über 900 Millionen Euro eingereicht und die ersten 180 Millionen Euro sind bereits ausbezahlt. Ich darf hier auch einen Vergleich zu Deutschland wagen. In Deutschland ist der Lockdown und die damit verbundenen Wirtschaftshilfen 1 Woche früher als in Österreich angekündigt worden. Und die Wirtschaftshilfen sind noch immer nicht beantragbar. Und es ist auch noch immer nicht klar, in welcher Form genau das erfolgen wird. Daher darf ich mich bedanken bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die so intensiv daran mitgewirkt haben, dass es so rasch möglich war, diesen Umsatzersatz aufzusetzen. Vielen Dank für die ausgezeichnete Tätigkeit. Auch für jene Unternehmen, die durch die Verschärfung des Lockdowns jetzt neu betroffen sind, wird es natürlich rasche Hilfen geben. Die körpernahen Dienstleistungen, also Friseure, Masseure, Kosmetiker etc., werden für die Zeit der Schließung ebenfalls mit 80% des Umsatzes analog zu den anderen Dienstleistungen kompensiert. Für den Handel wird es aufgrund der unterschiedlichen Voraussetzungen eine abgestufte Kompensation geben, 20%, 40% oder 60%, je nachdem, wie die verschiedenen Kriterien, nämlich Wertverlust der Ware, Rohertrag und mögliche Aufholeffekte bewertet werden können. Denn es ist völlig klar, der Blumenhändler ums Eck, der muss natürlich anders kompensiert werden als der Juwelier in der Innenstadt. Und das sieht auch der Verfassungsdienst so, der uns dazu rät, eine gestaffelte Vorgangsweise anzusetzen. Das kostet natürlich viel Geld, aber es ist richtig, was die budgetären Auswirkungen betrifft, so ist es schon angesprochen worden, dass die Auszahlung dieser Hilfen noch in diesem Jahr erfolgen soll. Und daher betrifft diese Maßnahme auch das Budget 2020 und insofern nicht den vorliegenden zu diskutierenden Entwurf 2021. Wir können diese Hilfen aus dem Budget 2020 deswegen finanzieren, weil wir ausreichend vorgesorgt haben. Das bestätigt auch der IHS-Chef Martin Kocher in der Tageszeitung Die Presse am 16.11. Und er sagt dort auch zum Lockdown, die Alternativen sind schlechter als das, was jetzt passiert. Aber natürlich, der Lockdown hat Auswirkungen auf das Wachstum 2021. Das ist völlig richtig und auf die Einnahmen des Staates. Und daher haben wir bereits Anfang November mit dem Wirtschaftsforschungsinstitut eine neue Prognose erarbeitet. Und auf dieser Prognose entsprechend die Zahlen für dieses Budget 21 adaptiert. Das Wachstum 21 wird sich korrigieren, laut WIFO-Zahlen von 4,4 auf 2,8%. Die Schuldenquote nach Maastricht wird sich erhöhen von 84,8 auf 87,9. Und die Einnahmen werden um 1,5 Milliarden Euro zurückgehen. Diese Zahlen bilden wir mittels eines Abänderungsantrages natürlich auch im Budget ab. Damit ist es der aktuellst mögliche Budgetentwurf, den wir vorlegen können. Entscheidend bleibt weiterhin, dass wir in dieser Krise möglichst viele Menschenleben retten, möglichst viele Arbeitsplätze sichern und möglichst viele Unternehmen durch diese Krise begleiten. Vielen Dank.